Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Pokémon Schwert und Schild Video hier auf diesem Kanal. Heute befassen wir uns mit den neuen Attackenlehrer-Attacken, denn mittlerweile hat sich das Meta ja ein wenig eingependelt und man weiß nun, welche der neuen Attacken gut sind und welche vielleicht nicht so gut sind und vor allem auf welchen Pokémon man diese spielen möchte. Deshalb gehe ich auf die einzelnen Attacken genauer ein, erkläre diese und gebe auch ein paar Beispiele, welche Pokémon nun effektiver sind mit den Attacken als vorher. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal mit einer der besten neuen Attacken an. Und zwar ist das die Psycho-Attacke Flächenmacht. Das ist eine spezielle Attacke, die eine Grundstärke von 80 hat und eine hundertprozentige Genauigkeit. Aber der Vorteil an dieser Attacke ist, dass man einen 50% Boost im Psycho-Feld erhält. Das heißt natürlich, dass Pokémon wie sehr wohl männlich und weiblich sehr stark davon profitieren, weil man bekommt ja schon die Möglichkeit, mit dem Psycho-Erzeuger ein Psycho-Feld aufzusetzen, dann werden Psycho-Attacken sowieso schon um 30% geboostet und nun haben wir eine Attacke, die nochmal zusätzlich geboostet wird, wenn das Psycho-Feld aktiv ist. Deshalb will man das immer auf sehr wohl spielen, aber diese Attacke kann auch relativ praktisch auf Pokémon wie Simsala oder Gardevoir sein, weil man die Möglichkeit hat, so ein bisschen Psychic-Spam zu betreiben. Das heißt, einfach zwei Pokémon ins Team reinzuholen, die relativ guten Schaden raushauen können und vom Psychofeld dann profitieren. Und wenn man im Dynamax-Meter spielt und nicht nach Smogon-Regeln, hat man natürlich auch die Möglichkeit, mit Psycho-Attacken selber das Psychofeld aufzusetzen. Viel mehr gibt es aber nicht mehr zu dieser Attacke zu sagen, außer dass sehr viele Psycho-Pokémon diese Attacke erlernen können. Aber ich werde halt, wie gesagt, immer nur eine Handvoll erwähnen, die auch wirklich einen guten Nutzen daraus ziehen können. Generell haben einige Attacken etwas mit den Feldern zu tun, so auch die nächste Attacke, und zwar ist es die physische Attacke Eisenwalze. Diese hat eine Base-Stärke von 130 und eine Genauigkeit von 100%, was sich jetzt erstmal sehr stark anhört, vor allem für eine Stahlattacke. Problem ist, dass diese Attacke fehlschlägt, wenn kein Feld aktiv ist. Zumal diese Attacke wirklich auch nur für eine Runde gut ist, weil, wenn man Eisenwalze einsetzt, wird jeglicher Feldeffekt zerstört. Sagen wir mal, das Psychofeld ist gerade draußen, wir setzen Eisenwalze ein, machen super viel Schaden, aber dann ist das Feld weg und in der nächsten Runde wird uns diese Attacke sehr wahrscheinlich nichts mehr bringen. Trotzdem kann sie situationsbedingt ganz cool sein auf Stahl-Pokémon wie Bronzong, Tentantel oder auch Patinaraja und ich denke, dass vor allem im Draft-Liga-Format diese Attacke seinen Nutzen finden wird und wenn dann auch noch die Carpus durch das zweite DLC wiederkommen, wird man diese Attacke vielleicht noch etwas häufiger sehen. Aber abseits davon zu situationsbedingt und leider nicht die beste Attacke. Weiter geht's mit der Drachenattacke Schuppenschuss, eine physische Attacke mit einer 90%igen Genauigkeit und es ist eine Mehrfachattacke. Heißt also, dass wir 2 bis 5 Mal treffen. Jeder einzelne Treffer hat eine Base-Stärke von 25 und der zusätzliche Effekt ist noch, dass die Initiative auf plus 1 geht und die Verteidigung auf minus 1 nach dem letzten Angriff. Heißt wiederum, dass man mit diesem Angriff nicht nur Schaden macht, sondern sich selber auch einen Init-Boost geben kann. Natürlich auch einen Verteidigungsdrop, aber das ist nicht allzu schlimm. Vor allem auf Pokémon wie Maxax kann das wirklich gut sein, diese passive Möglichkeit zu haben, den Init-Wert zu erhöhen. Außerdem können das auch Pokémon wie Rabigator oder auch Libeldra lernen. Grandiras hat da nochmal dann eine weitere Option, den Init-Wert zu boosten, wobei Grandiras schon sehr viele Optionen hat, aber nochmal eine weitere ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und sonst kann man vielleicht noch sowas wie Sanaconda oder auch Shadrago erlernen. Auch interessante Pokémon damit, nicht unbedingt super gut, aber man kann damit ein bisschen was anstellen. Weiter geht's dann mit der speziellen Gesteinsattacke Meteorstrahl. Diese hat eine 120er Base-Stärke und 90%ige Genauigkeit und ist ein Angriff, der über 2 Runden geht. Eine coole Sache am Meteorstrahl ist die Tatsache, dass nach Runde 1 der Spezialangriff erhöht wird. Das heißt, man boostet sich und macht super viel Schaden. Aber es ist halt ein Angriff, der über 2 Runden geht, was immer ein bisschen nerviger ist. Heißt aber wiederum, dass man das Item Energiekraut spielen kann. Mit diesem Item hat man die Möglichkeit, den Meteorstrahl sofort einzusetzen und nimmt dann halt noch diesen Spezialangriffsboost mit. Und auf Pokémon wie Gorgason oder Nikrosma oder Monte Carlo ist das auf jeden Fall eine ganz coole Attacke. Auch Pokémon wie Jirachi oder Starmie können das erlernen. Aber ja, ist ein cooles Gimmick. Ich denke auch in Draft-Liga-Formaten kann das wieder sehr nice sein, aber jetzt auch nichts extrem Starkes. Weiter geht's mit der speziellen Feenattacke Nebelexplosion und diese hat eine Base-Stärke von 100 und auch eine 100%ige Genauigkeit
Und es ist letztendlich, wie der Name schon sagt, eine Explosionsattacke. Zusätzlich dazu wird diese Attacke im Nebelfeld um 50% geboostet. Also auf Pokémon wie Galasmogmog ist das ganz interessant, weil Galasmogmog natürlich auch die Fähigkeit Nebelerzeuger haben kann. Aber es ist jetzt auch keine wirklich gute Attacke. Weil nur eine Explosion mit einer 100er Base-Stärke oder 150 dann durch den Boost im Nebelfeld, ist das jetzt nicht wirklich etwas, was sich lohnt. Ich meine, man kann es halt spielen, auch mit Giftspitzen, so als Lead, als Suicide-Lead. Man geht dann damit an den Start, legt Giftspitzen und lässt sich dann einfach sterben. Oder auf Sabayone, weil Sabayone hat zwar nicht die Möglichkeit, Nebelerzeuger zu haben, aber man kann mit Sabayone Klebenetz zum Beispiel legen und dann sich direkt sterben zu lassen. Solche Suicide-Leads gibt es auf jeden Fall und das ist eine Option, aber keine wirklich gute. Weiter geht's mit einer der besten neuen Attacken, beziehungsweise einer Attacke, die ein Pokémon nochmal richtig stark gemacht hat. Und zwar ist es die Grasrutsche. Das ist eine physische Pflanzenattacke mit einer Base-Stärke von 70 und einer 100%igen Genauigkeit. Und der Vorteil an dieser Attacke ist, dass man im Grasfeld eine Priorität hat. Und dadurch, dass Gortrom ja den Graserzeuger bekommen hat, hat man nun eine Prioritätsattacke auf Gortrom, die super gut reinhaut. Weil sie ja auch nochmal vom Grasfeld geboostet wird. Und auf zum Beispiel so einem Walband-Set ist das richtig stark. Oder auch auf einem Schwertern-Set zum Beispiel. Aktuell ist Gortrom auch eines der meistgenutzten Pokémon im Overused-Tier, was vorher nicht auszumalen war. Ich meine, Gortrom war eine lange Zeit im Rarely-Used-Tier und nun ist es einfach im OU durch die Änderung mit dem Graserzeuger und der Attacke Grasrutsche. Sonst gibt es jetzt nicht viele Pokémon, die davon profitieren. Man könnte vielleicht noch Lauchzelot nennen. Ist eine ganz coole Sache, nochmal eine weitere Priorität zu haben, wenn das Grasfeld halt aktiv ist. Kann man aber auf jeden Fall machen. So Gortrom plus Lauchzelot in der Kombination sind eigentlich zwei Pokémon, die ganz gut funktionieren können. Außer natürlich die Flugschwäche, die muss man halt natürlich ein bisschen ausgleichen. Weiter geht's mit einer physischen Käferattacke namens Krabbelkracher. Das hat eine 70er Base-Stärke und eine 90%ige Genauigkeit. Und mit dieser Attacke kann man den Spezialangriffswert senken. Und natürlich ist es cool, den Spezialangriff immer um eine Stufe zu senken, wenn man die Attacke einsetzt. Und auch sehr viele Käfer-Pokémon oder auch Non-Käfer-Pokémon können diese Attacke erlernen, aber sie ist jetzt nicht allzu praktisch. Es gibt kaum Pokémon, die wirklich gut davon Gebrauch machen können. Vielleicht kann man dazu noch irgendwas im VGC-Format machen, beziehungsweise mehr da rausholen, aber prinzipiell lohnt sich die Attacke eher weniger. Vielleicht im Draft-Format nochmal ein bisschen mehr, aber im normalen Smogon-Format eher weniger. Eine Attacke, die sich sehr lohnt, ist die Attacke Hochspannung. Eine spezielle 70er Base-Attacke vom Typus Elektro mit einer 100%igen Genauigkeit. Und das Nice an dieser Attacke ist, dass Hochspannung sich im Elektrofeld von der Stärke her verdoppelt. Das aber nur, wenn das Ziel den Boden berührt. Also wenn das gegnerische Pokémon fliegt oder schwebt, wird die Attacke nicht verdoppelt. Ist aber jetzt auch nicht allzu schlimm, denn vor allem Britziegel und Alola Raichu können super stark davon profitieren, weil man einfach eine 140er Base-Attacke im Elektrofeld hat, plus noch den Boost des Elektrofelds, den 30% Boost, weil es ja eine Elektroattacke ist. Das ist einfach unfassbar viel Schaden auf so einem Wahlglas-Britziegel oder wie gesagt auch auf einem Alola Raichu. Super nice, weil Alola Raichu profitiert ja doppelt vom Elektrofeld, denn Alola Raichu hat ja die Fähigkeit Surfschweif, wodurch die Initiative im Elektrofeld verdoppelt wird. Sonst gibt es aber nicht viele Pokémon, die davon profitieren, aber die beiden sind schon sehr nice damit. Eine weitere Feldattacke ist die Attacke Feldimpuls, eine spezielle 50er Base-Attacke mit einer 100%igen Genauigkeit und diese verdoppelt seine Stärke im Feld und nimmt den jeweiligen Typus an. Sind wir also im Grasfeld, wird es zu einer Pflanzenattacke. Sind wir im Elektrofeld, zu einer Elektroattacke und so weiter und so fort. Und ein Pokémon kann sehr stark davon profitieren und zwar ist es Wummer. Denn Wummer hat auch die Fähigkeit Megawumme und Feldimpuls wird von Megawumme geboostet. Und das um ganze 50%. Das heißt, wenn man im Feld ist, also irgendein Feld aktiv hat und dann einen Feldimpuls einsetzt, macht das super, super viel Schaden. Weil es eine 100er Base-Attacke ist, wird natürlich auch nochmal vom Feld geboostet, plus von der Megawumme. Also das darf man nicht unterschätzen. Und vor allem hat man damit eine sehr gute Coverage. Man hat potenziell eine Pflanzen-, Psycho-, Feen- oder Elektro-Coverage auf einem Wasser-Pokémon. Das ist nicht allzu schlecht. Sonst kann man vielleicht noch Turtok erwähnen. Ist vielleicht ganz cool, nochmal so eine gewisse Coverage zu haben auf diesem Pokémon. Und wenn vielleicht Mega-Turtok irgendwann wiederkommt, wird das super nice. Aber bis dahin ist eigentlich nur Wummer damit richtig gut. Weiter geht's dann mit der Feuerattacke Nightflamm. Das ist eine spezielle 70er Base-Attacke mit ebenfalls einer 100%igen Genauigkeit.
Und diese Attacke hat die Möglichkeit, dem Gegner eine Verbrennung zuzufügen, wenn der Gegner in der gleichen Runde einen Statuswert geboostet hat. Sagen wir mal, der Gegner geht auf Schwertanz, wir gehen auf Neidflammen, der Gegner wird automatisch verbrannt. Ist ein ganz cooles Gimmick, aber auf wenigen Pokémon wirklich gut. Ich meine, man kann es, glaube ich, im Doubles-Format vielleicht nochmal ein bisschen besser verwenden. Vielleicht mit Klavion, mit Angeberei und dann sowas wie Kurtel mit Neidflammen oder so. Das könnte eine lustige Kombination sein, aber jetzt auch keine super starke. Aber damit lässt sich vielleicht ein bisschen was anstellen. Sonst hat man aber auch noch Gorgason und Gaunux, die jetzt nochmal zusätzlich Feuer-Coverage bekommen haben, was auf dem Blatt Papier erstmal eine coole Sache ist. Die nächste Attacke hat auch was mit Stat-Veränderungen zu tun, und zwar ist es die physische Unlichtattacke Frustventil. Diese hat eine 75er Base-Stärke und eine 100%ige Genauigkeit, und Frustventil verdoppelt die eigene Stärke, wenn der Anwender in derselben Runde einen Drop erlitten hat in einem Statuswert. Also sagen wir mal, der Gegner hat Aqua-Durchstoß eingesetzt, hat die Verteidigung um eine Stufe gedroppt, dann setzt man Frustventil ein und dann wird die Stärke verdoppelt. Ist auf jeden Fall ein ganz cooles Gimmick, aber auch hier wieder viel zu situationsabhängig, deswegen nicht so nice. Ich meine, super viele Unlicht-Pokémon können diese Attacke erlernen, aber die meisten Unlicht-Pokémon haben bessere bzw. konstantere Unlicht-Attacken. Deshalb lohnt sich Frustventil in den seltensten Fällen. Vielleicht auch hier wieder eine Attacke fürs Doubles-Format, aber da bin ich jetzt nicht so drin, um zu sagen, dass es sich extrem stark lohnt. Weiter geht's mit einer richtig guten Attacke, und zwar ist es die physische Geistattacke Poltergeist. Diese hat eine 110er Base-Stärke und eine 90%ige Genauigkeit, hat aber den Nachteil, dass sie fehlschlägt, wenn der Gegner kein Item hat. Wenn der Gegner aber ein Item hat, ist das eine super starke Geistattacke. Vor allem auf Pokémon wie Alola Knogger richtig, richtig gut. Des Weiteren können auch jetzt Pokémon wie Golgantis oder Zwirfinst super nice Geistattacken jetzt dadurch einsetzen, beziehungsweise halt einfach den Poltergeist einsetzen. Auch Silvaro oder Moruda können davon profitieren. Also Poltergeist, eine sehr schöne Attacke, die natürlich nicht so gut ist, wenn man relativ viele Pokémon im Team hat, die Abschlag oder so können. Also sollte man auf jeden Fall darauf im Teambuilding achten. Aber wenn man das nicht im Team hat, können diese Pokémon mit Poltergeist extrem stark scheinen. Als nächstes haben wir die Statusattacke Korrosionsgas. Diese Attacke zersetzt gegnerische Items und geht dabei nicht nur gegen beide Gegner im Doubles-Format, sondern auch gegen den eigenen Partner und im Singles-Format halt einfach nur gegen den Gegner. Ist also eine okaye Sache, man kann damit ein paar lustige Sachen machen prinzipiell. Und auch im Einzelformat können Pokémon wie Galasmogmog oder Skuntank oder vielleicht auch Deponitox was damit anstellen. Aber die meisten anderen Pokémon, die Korrosionsgas haben, können auch sowas wie Abschlag schon erlernen. Also ja, eine Attacke, die bestimmt im Doubles-Format seinen Nutzen finden wird, aber im Singles-Format eher weniger. Eine weitere neue Statusattacke ist die Attacke Coaching. Diese erhöht den Angriff und den Verteidigungswert beim Mitstreiter auf plus 1. Also das ist wirklich eine Attacke nur fürs Doppelkampfformat, und das können viele Kampf-Pokémon erlernen. Man kann es vielleicht auf sowas wie Irokex packen, supportet ja auch ganz gerne mit Mogelhieb, und dann kann man noch Coaching irgendwie einsetzen, um den Mitstreiter zu boosten. Also da gibt es bestimmt ein paar nice Sachen, die man machen kann, aber auch das ist, glaube ich, jetzt nicht so stark, dass man das super viel spielen wird. Nun haben wir aber noch ein paar sehr gute Attacken, auf die wir jetzt eingehen können, und zwar haben wir noch einmal die physische Wasserattacke Rollwende. Diese hat eine Base-Stärke von 60 und ebenfalls eine 100%ige Genauigkeit. Und wie die Attacke sagt, es ist letztendlich eine Wasserkehrtwende. Also mit dieser Attacke kann man sich Momentum holen. Das heißt, man macht Schaden und wechselt dann sofort raus. Und vor allem Barakiefa ist mit dieser Attacke unfassbar gut. Das ist wahrscheinlich auch das beste Pokémon, was Rollwände erlernen kann. Sonst kann man vielleicht noch sowas wie Tohydro erwähnen, wobei man in einigen Fällen eher Kaskade spielen will, weil das ist ja ein Temposchub-Mon und man will nicht unbedingt immer rauswechseln, nachdem man die ganzen Temposchub-Boosts hat. Kann aber eigentlich auch ganz cool sein. Seedraking kann man ja auch physisch spielen, kann sich auf jeden Fall mit Rollwände lohnen, aber auch auf einem speziellen Set kann man das spielen, genauso wie Keldeo. Keldeo ist zwar eher speziell oder wird eigentlich immer speziell gespielt, aber für Momentum ist Rollwende auf Keldeo super nice, genauso wie auf Aquana. Das kann sich ebenfalls sehr lohnen. Und sonst kann man vielleicht noch Lusardin erwähnen, ist auch eine coole Attacke auf diesen Pokémon. Es können natürlich noch ein paar andere Wasser-Pokémon, aber auf den meisten lohnt es sich nicht so sehr. Milotic, Starmie, Wummer, ja, die können das halt alle erlernen, aber man will meistens noch andere Attacken haben. Dann haben wir noch die physische Eisattacke Dreifachachsel. Und diese funktioniert wie folgt. Die Base-Stärke von Dreifachachsel ist 20. Aber diese Attacke kann
bis zu dreimal angreifen und wird jedes Mal stärker. Das heißt, der erste Angriff macht 20 Schaden oder hat eine Grundstärke von 20, der zweite Angriff hat eine Grundstärke von 40 und der dritte Angriff von 60. Diese Attacke hat aber eine Genauigkeit von 90% und das wird bei jedem Angriff neu getriggert. Das heißt, jeder Angriff kann so gesehen daneben gehen. Es ist also jetzt nicht so wie Felswurf, wo diese Genauigkeit einmal überprüft wird, sondern vor jedem Angriff wird die Genauigkeit einmal so gesehen überprüft und wird geschaut, geht es jetzt daneben oder trifft die Attacke. Das heißt, wenn man das Ganze berechnen würde, ist es, glaube ich, irgendwie eine Chance von 74% oder so, dass Dreifach-Axel dreimal trifft und damit den maximalen Schaden bekommt, weil man dann ja eine Grund-Base-Stärke von 120 hat. Und das ist natürlich eine super starke Eisattacke, kommt aber natürlich auch mit dem Nachteil, dass es mal eher daneben gehen kann und nicht so konstant ist. Aber man kann es auf jeden Fall auf Pokémon wie Snibuna spielen. Lohnt sich natürlich, wenn man mehr Schaden machen möchte als mit Eistapfhagel. Da muss man halt einfach schauen. Will man eine Attacke spielen, die konstanter ist oder eine Attacke spielen, die mehr Schaden macht? Das ist ja auch ähnlich wie mit Fokustoß und Aurasphäre oder Luftschnitt und Orkan. Da muss man dann halt abschätzen, was einem wichtiger ist. Sonst kann man aber noch Capoeira erwähnen, weil Capoeira auch noch die Fähigkeit Techniker hat und damit wird diese Attacke super stark geboostet und hat nun eine Stärke von 180, wenn sie denn dreimal trifft. Und auf einem Pokémon wie Capoeira nochmal diese Ice Coverage zu haben und nochmal diesen Boost zusätzlich ist richtig, richtig nice. Sonst kann man vielleicht noch Fuyal erwähnen, Alola Sandama oder vielleicht auch noch Chillabell. Lässt sich erwähnen. Ja, und so vielleicht auch schon zu Dreifach-Axel kommen wir zur vorletzten Attacke und zwar ist es die physische Flugattacke Doppelflügel. Diese hat eine Base-Stärke von 40 und eine Genauigkeit von 90% und greift zweimal an. Und natürlich ist das beste Pokémon, was Doppelflügel lernen kann, Sichlor. Denn Sichlor bekommt Step drauf, hat sowieso schon einen guten Angriffswert und hat natürlich auch Techniker. Auch hier wird wieder Doppelflügel geboostet und das ist natürlich eine super, super starke Sache. Also darf man das auf Sichlor nicht unterschätzen, sonst kann man vielleicht auch noch Sheox erwähnen, wobei man da keinen Step-Bonus bekommt, aber man kann es prinzipiell auf Techniker Sheox spielen, sonst gibt es jetzt nicht viele Pokémon, die davon profitieren, vielleicht noch Fiaro im VGC-Format, so wie ich das mitbekommen habe, spielt man das ab und zu da drauf ganz gerne, aber sonst gibt es da eigentlich nicht wirklich viel. Und die allerletzte Attacke ist die spezielle Bodenattacke Brandsand. Diese hat eine Base-Stärke von 70, ebenfalls eine 100%ige Genauigkeit und eine 30% Chance, den Gegner zu verbrennen. Also so gesehen ein Siedewasser vom Typus Boden und etwas schwächer. Das ist auf jeden Fall eine ganz nice Attacke, vor allem auf Pokémon wie Glurak. Da hat man jetzt noch was gegen Gesteins-Pokémon, wenn man ein spezielles Set spielt. Kann sich das auf jeden Fall lohnen. Sonst hat man vielleicht noch sowas wie Kolossand, Tortunator, Monte Carbo, Lepumentas und diverse andere Pokémon, aber die meisten anderen Pokémon sind eher physisch ausgelegt und werden das eher weniger nutzen. Das heißt, wahrscheinlich ist das beste Pokémon auch noch Kolossand tatsächlich, was jetzt Brandsand erlernen kann, weil man da ja auch Step bekommt und diese Verbrennungschance einfach super nice ist. Naja, und so viel eigentlich auch schon zu allen neuen Attacken. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick geben und nun ein wenig Licht ins Dunkle bringen, falls ihr noch nicht wusstet, was die ganzen neuen Attacken gemacht haben oder nun machen. Danke fürs Zusehen, wie immer Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Schreibt mir gerne einen Wunsch in die Kommentare, was ihr noch ganz gerne thematisiert haben wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao.